Na, kriegst du auch schon vor Freude Pipi in den Augen, wenn du dieses Stück Schokolade siehst? Hast du etwa einen süßen Zahn? Tue ich das jetzt mal ganz schnell weg, damit du nicht auf die Idee kommst. Ich auch nicht. Schokolade, alles süße Zeug ist und bleibt, auch wenn es mir leid tut, dass ich das sagen muss, einer der größten Treiber von Alzheimer überhaupt. Und zwar in der Mitte des Lebens. Wer in den 30ern und 40ern häufig sehr hohe Glukosespiegel hat, der erhöht sein Risiko für Alzheimer. Warum ist das so? Weil der Stoffwechsel kaputt geht. Wir werden erst insulinsensitiv und dann insulinresistent. Das heißt, es gibt in diesem ganzen Austauschthema Glukose zwischen Zellen, Fettzellen, Muskelzellen, Leberzellen und so weiter, überall, wo das Insulin so arbeitet und die Glukose hin soll, gibt es Störungen, ja? Und dann werden die entsprechenden Zellen nicht mehr ordentlich versorgt. Deshalb nennt man Alzheimer häufig Typ 3 Diabetes, weil da kriegt das Gehirn eine Insulinresistenz und dann geht keine Energie mehr da oben ins Oberstübchen, in die Zellen und dann sterben die natürlich ab. Ja, da gibt es da auch noch diesen unschönen Begriff Glykation. Furchtbarer Ausdruck. Ich habe jetzt von der französischen Influencerin Jessie Injospé gelernt. Das heißt im Prinzip, Glukation heißt im Prinzip, unsere Zellen kochen. Also, ne, weil ich was koche, dann wird es ja langsam braun. Und das machen unsere Zellen im Laufe unseres Lebens auch. Sie werden langsam braun. Also Knorpel bei kleinen Kindern ist weiß, Knorpel von alten Leuten ist braun. Durch Glukation quasi unser Leben lang gekocht. So. Und diese Glykation, auch wieder im Gehirn, macht, dass das da oben braun wird und schrumpelig und unschön. Insofern, Thema Glukose, Thema Zucker, Riesenthema bei der Alzheimer-Prävention. So, warum erzähle ich euch das jetzt? Weil es ist soweit, ich habe mir einen Glukosemonitor besorgt. Glukosemonitor, warum? Weil, nur weil es im Allgemeinen heißt, dass zum Beispiel Bananen den Blutzuckerspiegel anheben, heißt das nicht, dass das für mich auch so ist. Oder für dich. Es kann zum Beispiel bedeuten, dass du Brot essen kannst und mit deinem Glukoselevel passiert nichts. Und ich kriege voll den Spike, so ein Riesenberg, wenn ich das essen würde. Und deshalb machen sich jetzt auch immer mehr sehr gesunde Leute das, was eigentlich die Diabetiker brauchen, nämlich den Glukosemonitor an den Oberarm und lesen dann mit der App aus, was passiert eigentlich bei mir, wenn ich dieses oder jenes esse? So, und auf die Reise werde ich euch mitnehmen. Heute sind sie angekommen. Ich habe noch ein bisschen Schiss, mit denen abzupieksen, aber das werde ich hinter mir lassen und dann werde ich euch berichten, was ich alles Spannendes über mich und meinen speziellen Körper erfahren kann durch so einen Glukosemonitor. Mich würde interessieren, ob ihr vielleicht sogar auch schon mal so ein Teil getragen habt und vielleicht sogar schon wisst, was bei euch viele Glucose-Spikes verursacht und was nicht. Eine große Frage, die ich ganz spannend finde, ist zum Beispiel, wird der Kaffee morgens meinen Glukosespiegel steigen lassen oder nicht? Weil ich ja in regelmäßigen Abständen auch immer mal intermittierend faste, um Alzheimer-Prävention zu betreiben. Das ist natürlich super spannend, dann das auch mal zu beobachten, was da der Blutzuckerspiegel macht. Aufregende Zeiten. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, vergiss mich nicht. Ach so, mein Name ist Barbara Röss. Ich bin Ernährungsberaterin und Journalistin und werde die erste Frau in meiner Familie sein, die garantiert nicht an oder mit einem